danke Ihnen für das warme Willkommen heißen hier. Ja, noch für die, die nicht wissen, wo Hildesheim ist, das ist ungefähr 1,5 Stunden südlich von Hamburg und 2 Stunden westlich von Berlin, mitten in Deutschland. Und da haben wir vor etwa 7 Jahren angefangen, Care-Leaver-Projekte zu machen. Und darüber werde ich ein bisschen berichten, vielleicht noch ein paar Sätze zu mir. Ich habe selber im Bereich der stationären und ambulanten Erziehungshilfen gearbeitet. Das liegt aber schon ein paar Jahre zurück, weil ich mich irgendwann entschieden habe, zurück an die Hochschule zu gehen und habe dort das Glück an einem Institut, was sehr praxisorientiert ist. Also wir haben viele Projekte, die eng verzahnt sind, mit Kommunen, mit Trägern sozialer Arbeit zusammen Projekte zu verwirklichen. Und daraus werde ich Ihnen heute ein bisschen berichten. Ja, wir haben angefangen, unsere ersten Projekte, und auch heute noch führen wir einige in Kooperation mit der IGFH, der Internationalen Gesellschaft für Erzieherische Hilfen in Frankfurt, durch. Das ist die deutsche FISE-Sektion, und haben 2012 begonnen, überhaupt erst mal zu fragen, wie begleiten eigentlich Träger der Jugendhilfe Übergänge von jungen Menschen aus stationären Erziehungshilfen und wie wird das in der Pflegekinderhilfe gehandhabt. Haben ein relativ offenes Monitoring gemacht, damit sind wir gestartet und haben erste Eindrücke bekommen, dass in vielen Institutionen dieser Übergang tatsächlich gar nicht im Fokus war. Das haben viele auch sehr selbstkritisch moniert und gesagt, wir pflegen hier eigentlich eher eine Abschiedskultur und beschäftigen uns gar nicht mit dem, was danach kommt. Und aus diesem Projekt heraus entstand eben auch die Perspektive auf das, wie das eigentlich junge Menschen erfahren. Wir haben eben im Laufe des ersten Projekts gemerkt, wir wissen viel zu wenig darüber, wie junge Menschen selbst erleben, wenn die Jugendhilfe endet, wenn die Zeit in der Wohngruppe zu Ende geht oder wenn die Pflegefamilie sich irgendwann aus diesem Pflegekontext herauszieht oder auch herausziehen muss, und haben ein Projekt durchgeführt, in dem wir ganz stark auf die Adressatinnenperspektive geguckt haben. Und inzwischen sind wir zusammen mit der IGFH in einem Projekt unterwegs, was sehr auf der Strukturebene angelegt ist. Da werde ich heute auch immer mal wieder den Blick darauf werfen. Frau Grossegger hat stark den Fokus auf die jungen Menschen selbst gerichtet und wir beschäftigen uns zunehmend damit, was müssen wir eigentlich für Strukturen schaffen, damit junge Menschen, nicht nur Care-Leaver, auch andere junge Menschen in prekären Lebenslagen in dieser Altersphase, aber auch in diesen Übergängen gut begleitet werden. Und da führen wir derzeit ein Projekt, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, durch. Ein 3-jähriges Projekt, wo wir an unterschiedlichen Standorten in Deutschland mit kommunalen Vertretern und mit freien Trägern zu unterschiedlichen Perspektiven kommunale Strukturentwicklung durchführen. Das sind aber nicht unsere einzigen Projekte, für die das interessiert, was wir sonst noch so treiben. Wir haben also auch weitere Care-Leaver-Projekte, die wir nicht mit der IGFH durchführen. Wir haben eine Internetseite eingerichtet, die heißt www.forschungsnetzwerkerziehungshilfen.de. Da finden Sie viele Materialien, die aus den Projektkontexten entstanden sind, aber auch nochmal Kurzbeschreibungen zu den Projekten im Bereich der Pflegekinderhilfe, im Bereich von Schutzkonzepten in Einrichtungen, aber auch andere Care-Leaver-Projekte. Das vielleicht als kleine Hintergrundinformationen zu dem, was ich mache und wie wir am Institut arbeiten. Zu dem, was Sie hier heute erwartet, werde ich erst noch mal was zu dem Care-Leaver-Begriff sagen, auch wenn er mittlerweile in aller Munde ist, da noch mal eine kleine Rahmung zu geben. Zur Jugendphase haben wir schon eine Menge gehört, da werde ich mich dann wahrscheinlich eher kürzer aufhalten, aber noch mal einige Schlaglichter legen, was das für Care-Leaver bedeutet. Dann werde ich mich noch mal ein bisschen darauf konzentrieren, was erwarten wir eigentlich auch von dem öffentlichen Hilfesystem, was es für Strukturen braucht, damit Übergänge gut gelingen können. Und am Ende werde ich noch mal einige Schlaglichter auf internationale Beispiele legen. Also allein dazu mache ich gelegentlich ganze Workshops, weil es mittlerweile eben einen so großen Pool an Beispielen internationaler Praxis gibt. Aber da werde ich hier nur eine Auswahl treffen. Ja, nochmal zu dem Begriff, wer sind eigentlich Care-Leaver? Dieser neue Begriff, den wir 2012 mit unserem ersten Projekt in den deutschen Diskurs eingespeist haben, nachdem eigentlich die fachliche Diskussion um junge Volljährige nahezu zum Erliegen gekommen ist, hat tatsächlich erstmal seinen Zweck erfüllt. Wir haben es geschafft und man sieht eben, dass es in vielen europäischen Ländern mittlerweile
wieder viel stärker an der Tagesordnung ist, sich mit jungen Erwachsenen im Übergang zu beschäftigen. Und wir gehen eben davon aus, dass da gibt es auch unterschiedliche Lesarten, dass Care Leaver diejenigen Menschen in stationären Erziehungshilfen sind. In Deutschland sind das auch die Pflegekinder, die fallen unter den Begriff der stationären Hilfen, die sich in der Vorbereitung auf den Übergang befinden, sich gerade in dem Übergang bewegen oder diesen Übergang bereits hinter sich gelassen haben. Also wir gehen nicht davon aus, dass Care Leaver nur diejenigen sind, die die Hilfe schon verlassen haben, sondern dass auch dieses Moment der Vorbereitung sie schon als Care Leaver kennzeichnet. Und auch danach, es gibt eben Menschen, die sind vor 30 Jahren aus der Jugendhilfe ausgezogen, die sich mittlerweile als Care Leaver bezeichnen würden und damit auch nochmal markieren ihre biografische Erfahrung als Kinder aus der Jugendhilfe, als ehemalige Heimkinder oder Pflegekinder. Also auch daran sieht man, dass der Begriff viel mehr umspannt als nur diesen Übergang, der ja meistens auch mit dem Auszug in eine eigene Wohnung gerahmt wird, sondern dass er eben Vorbereitungsmomente in der Hilfe beinhaltet, aber auch tatsächlich als ein biografisches Label verstanden werden kann. Ja, was sich eben zeigt, dass diese Ablösung nicht immer gewollt ist und auch nicht immer gut vorbereitet ist. Also da könnte ich Ihnen viele Beispiele aus Care Leaver Interviews zeigen, einige habe ich mitgebracht, an denen man sieht, dass sie sich oft nicht gut vorbereitet gefühlt haben und auch bei denjenigen, wo wir vielleicht im Nachhinein sagen würden, wow, hat doch alles super geklappt, du hast jetzt studiert, stehst kurz vorm Ende deines Studiums, eigentlich ist doch alles ganz gut gelaufen und dir auch sagen, ja, als ich aus der Jugendhilfe ausgezogen bin, war ich eine derjenigen, die dann besonders guten Verlauf genommen hat. Selbst die sagen häufig, dass sie an vielen Stellen nicht wussten, was auf sie zukommt, dass auch der Zeitpunkt, wann die Hilfe geendet hat, für sie nicht transparent war. Also daran wird mir immer deutlich, dass das, was Fachkräfte sich überlegen und was vielleicht auch in Hilfeplangesprächen kommuniziert wird, selbst wenn die jungen Menschen dabei sind, nicht immer zwangsläufig auch, sage ich mal, im Kopf oder im Herzen ankommt, dass junge Menschen manchmal auch damit überfordert sind. Und das wissen wir alle. Manchmal bekomme ich auch Dinge gesagt von Kollegen und verstehe sie erst beim dritten Mal, dass also die einfache Sprache und auch das immer das starke Wiederholen auch von Ereignissen, von auch Fragen, was sie denn möchten, ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Übergangsvorbereitung ist. Und mit dem Thema Partizipation tun auch wir uns immer noch schwer. Wir haben selber gerade einen Fachtag in Berlin durchgeführt, haben viele Care Leaver dorthin eingeladen und haben aber hinterher von denen auch die Rückmeldung bekommen, wir fühlten uns nicht genug eingebunden, wir wollten eigentlich viel mehr noch beteiligt sein an der Programmgestaltung und hatten dort nicht so richtig unseren Platz, wo wir dann auch sehr selbstkritisch mit uns auseinandergesetzt haben. Also auch daran sieht man, dieses Thema Partizipation oder auch die Perspektive von jungen Menschen einzubinden, ist eine große Herausforderung, aber nicht minder wichtig. Ja, wir sind Care Leaver, wir haben das eben auch schon gehört, auch Jugendliche ist eben ein Containerbegriff, hinter dem sich eine sehr heterogene Gruppe verbirgt. Genauso gilt das für Care Leaver, wir benutzen ihn als Oberbegriff, aber müssen uns immer auch wieder ermahnen, genau hinzugucken, denn der Personenkreis ist tatsächlich sehr heterogen. Es sind nicht wenige junge Menschen, zumindest ist das in Deutschland so, die in Ausbildung gehen, die gar nicht weiter auf öffentliche Leistungen angewiesen sind, wenn sie die Jugendhilfe verlassen, mal abgesehen von Kindergeld vielleicht, aber doch ihren eigenen Lebensunterhalt mit einer Ausbildung bestreiten können. Aber es gibt eben nicht wenige junge Menschen, die in Deutschland ist das eben Hartz IV, die Jobcenterleistungen in Anspruch nehmen, wenn sie die Jugendhilfe verlassen, weil sie noch nicht in Ausbildung sind, weil sie teilweise sogar noch im Schulbesuch sind und vielleicht aber auch der Jugendhilfe ganz den Rücken gekehrt haben. Auch da haben wir einen nicht unerheblichen Teil, die nach der Jugendhilfe im Nichts landen oder genauer gesagt auf der Straße. Wir haben aber auch viele junge Geflüchtete, eben seit 2015, die schleichen sich jetzt so nach und nach, zumindest aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik heraus, einen auch deutlich erhöhten Anteil unter den jungen Volljährigen, die eben mit Fluchterfahrung in der Jugendhilfe betreut werden.
Aber auch die, ich habe hier ein englisches Bild gewählt, gehören zu der Gruppe der Care-Leaver, die sogenannten bildungserfolgreichen Care-Leaver, die an Hochschulen studieren und eine akademische Ausbildung anstreben, gerade absolvieren oder absolviert haben. Das ist eben ein großes Spektrum an jungen Menschen, die sich hinter diesem Begriff verbergen. Dass dieses Thema gar nicht so neu ist, das überrascht mich zumindest immer wieder, wenn ich dieses Zitat lese. Liselotte Bibak-Diehl hat in den 80er Jahren in einer deutschen Jugendhilfeeinrichtung über 100 junge Menschen befragt zu deren Erfahrungen im Übergang. Und dieses Zitat, wenn man jetzt eben die Jahreszahl wegnehmen würde, ist nach wie vor hochaktuell, indem sie nämlich sagt, es handelt sich bei der Nachbetreuung um eine Problematik, die seit mindestens 50 Jahren in Deutschland gesehen wird und die sich in den letzten Jahren durch gesamtgesellschaftliche Tendenzen wie die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters, Verlängerung der Schul- und Ausbildungszeiten, zunehmende Jugendarbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel und verstärkte Wohnungsnot verschärft hat. Also auch da steckt viel Aktuelles drin, mal abgesehen von dem Lehrstellenmangel, den wir in Deutschland aktuell nicht haben, gelten alle Punkte heute genauso wie damals, vor über 30 Jahren. Und gerade dieser Aspekt der Wohnungsnot treibt uns bei dem Blick auf die Übergangsbegleitung von Care-Leavern enorm um. Also in den Ballungsgebieten und nicht nur in den Großstädten, auch in einer Stadt wie Hildesheim mit etwa 100.000 Einwohnern gibt es Schätzwerte, dass es mindestens 150 junge Menschen mit Jugendhilfeerfahrung gibt, die nach der Jugendhilfe nicht in eine Wohnung vermittelt werden konnten, sondern die auf der Straße leben. Das ist eben tatsächlich ein sehr signifikantes Problem und das bestätigen auch andere Studien, dass unter den langzeitwohnungslosen Menschen unter 30 Jahren viele junge Menschen sind, die Jugendhilfeerfahrung haben. Nicht alle stationär, aber dass es da eben tatsächlich einen signifikanten Zusammenhang gibt. Und insofern ist die Lebenssituation von Care-Leavern hoch prekär. Also hier habe ich nochmal einige Aspekte zusammengefasst, die besonders hervorstechen. Also wenn wir die Statistik angucken, sehen wir eben, dass viele bereits in prekären Lebenslagen aufwachsen, dass von denen, die in Pflegefamilien oder Heimerziehung leben, deren Eltern zu über 50%, in Deutschland in der Pflegekinderhilfe sind es über 70%, im sogenannten Transferleistungsbezug sind. Das heißt, der Zusammenhang von Armut und Jugendhilfe kann da zumindest vermutet werden. Und dass sich aber auch die prekäre Lebenssituation nach dem Ende der Jugendhilfe sehr schnell für viele wieder einstellt. Die Angewiesenheit auf Transferleistungen, die Unsicherheit auf dem Wohnungsmarkt und eben auch die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt sind da eben enorme Risiken. Und auch die Bildungschancen, wenn wir das genauer betrachten, sehen wir eben, dass die nicht für alle jungen Menschen gleich sind, sondern dass junge Menschen, die aus stationären Erziehungshilfen kommen, überdurchschnittlich im Übergangssystem Schule, Beruf hängen bleiben, auch ohne Schulabschluss die Jugendhilfe verlassen und deutlich seltener eben in akademischen Studiengängen vorzufinden sind. Auch die gesundheitliche Belastung, da gibt es leider wenig europäische Studien. Es gibt eine britische Studie, die aber genau das herausarbeitet, dass viele junge Menschen sowohl in der Jugendhilfe hoch belastet sind, aber auch nach dem Ende der Jugendhilfe, da haben wir einige Hinweise aus dem Bereich der Erwachsenenpsychiatrie, dass ein hoher Anteil von jungen Menschen mit Jugendhilfeerfahrung dort etwa bis zum Alter von 25 vorstellig wird, in akuten psychischen Krisen und dort stationär aufgenommen wird. Und das hat mich wiederum ein bisschen überrascht, dass das nicht immer unbedingt direkt im Anschluss an die Jugendhilfe ist. So im ersten halben Jahr wäre meine Erwartung gewesen, ist der Krisenpegel vielleicht besonders hoch. Nein, das ist nicht so. Viele schlagen sich teilweise auch erstmal über Jahre so durch und halten sich auf einem Level, dass es irgendwie geht, aber vielleicht mit 21, 22, 23 bricht das Kartenhaus zusammen und dann ist wohl der Zugang in die Erwachsenenpsychiatrien mit Jugendhilfe-Hintergrund besonders hoch. Also da sehen wir schon einige neuralgische Punkte, die die Lebenssituation von Care-Leavern kennzeichnen.
Und ich hatte das eingangs schon gesagt, es gibt eben sehr viele verschiedene Perspektiven, auf dieses Thema Leaving Care zu gucken. Ich will zum einen hier nochmal kurz auf die Perspektive, die Sie wahrscheinlich auch zu einem großen Teil betreffen wird, gucken. Was passiert eigentlich vor dem Übergang? Was wird eigentlich in Institutionen, in Wohngruppen, in Pflegefamilien auf diesen Übergang hin vorbereitet? Und da gibt es ein großes Spektrum von Einrichtungen, die sich sehr früh darum kümmern, mit jungen Menschen an diesem Übergang zu arbeiten, sei es informell immer wieder Gespräche zu führen, wo kann die Reise irgendwann hingehen, bis hin zu Institutionen, die das tatsächlich nahezu bis zum letzten Tag überhaupt nicht thematisieren, wo es eigentlich eher darum geht, findest du eine Wohnung? Bildung ist auch noch nicht mal unbedingt so ein starkes Thema, also das Thema Wohnung wird da ganz stark gemacht, aber alles, was sonst noch Themen im Übergang berührt, werden häufig nicht angesprochen. Also das geht bis dahin, dass Jobcenter-Anträge nicht gestellt sind, also daran merke ich es immer besonders deutlich, wenn man dann fragt, naja, aber wann haben Sie denn angefangen, mit dem jungen Menschen die nachgehenden Sozialleistungsträger zu informieren, wo sich dann zeigt, das passiert manchmal gar nicht. Gibt es eben ein sehr großes Spektrum an Vorbereitungen, aber auch an Nichtvorbereitungen. Und es gibt bisher nur sehr, sehr wenig Einrichtungen in Deutschland, die von sich sagen würden, wir haben da schon ausgefeilte Übergangskonzepte. Denn dieses Moment von vollstationär und umversorgt hinüber in die eigene Wohnung und völliger Eigenverantwortlichkeit, da gibt es bisher wenig Antworten, wie man das gut gestalten kann und auch sukzessive gestalten kann, dass man nicht von dem Vollstationären in die totale Eigenständigkeit purzelt, sondern dass es irgendwas dazwischen geben muss. Und da sind im Moment die Systemgrenzen noch sehr stark ausgeprägt. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. In Deutschland müssten sich eben verschiedene soziale Leistungsträger zusammentun, was in einigen Kommunen auch passiert. Aber was eben tatsächlich Systemgrenzen auch öffnen müsste, um da bessere Lösungen des Übergangs auch hinzubekommen. Das Thema Partizipation hatte ich schon angesprochen. Es gibt sehr viele Hinweise, dass dieses Partizipationsverständnis sehr eng ausgelegt wird, dahingehend, dass junge Menschen im Hilfeplangespräch gefragt werden, bist du damit einverstanden, wenn dann und dann die Hilfe endet, wenn wir dann für dich eine eigene Wohnung suchen. Es werden wenig Möglichkeiten eröffnet, auch über andere Hilfeformate nachzudenken, auch über Rückkehroptionen nachzudenken, auch darüber nachzudenken. Zum Beispiel ist das Thema signifikante andere hier heute gefallen. Wer ist denn nach dem Ende der Hilfe für dich da? Zu wem würdest du gehen, wenn wir als Jugendhilfe nicht mehr für dich zuständig sind? All diese Fragen kommen eher in Hilfeplangesprächen selten vor. Und es kommt auch selten die Frage vor, bist du bereit, die Jugendhilfe zu verlassen? Also es gibt eine Studie aus Deutschland, die gesprächsanalytisch die letzten Hilfeplangespräche vor dem Ende der stationären Erziehungshilfe analysiert hat und die gezeigt hat, das, was man am Anfang der Hilfe herausarbeitet, die Defizite, den Hilfebedarf, das redet man am Ende eher klein und sagt, kannst das doch schon und Mensch, guck mal, du wirst demnächst 18, du hast doch jetzt auch einen Ausbildungsplatz, dass plötzlich das, was vorher als Hilfebedarf signifikant auf dem Tisch lag, plötzlich umgekehrt wird in du bist doch schon eigenständig, du bist doch schon selbstständig und du kannst diesen Weg jetzt gehen. Und dass das eben auch, wir haben das vorhin in einem Anspiel auch gehört, ein sehr großer Spannungsbogen ist zwischen ich will ja eigenständig sein und ich freue mich auf die Jugendhilfe verlassen zu können und dem ich brauche aber noch Hilfe, dazwischen eine gute Balance zu finden, dass das eben mit der Herangehensweise, einer partizipativen Herangehensweise meines Erachtens besser eingelöst werden könnte, dass aber auch die Ausstattung in den Jugendämtern und die bisherige Sensibilität für das Thema Partizipation im jungen Erwachsenenalter das bisher noch nicht so möglich macht. Und auch die Frage, was kommt danach, darum sitzen Sie heute hier, es eben lange überhaupt gar keinen Fokus gab, das erlebe ich eben, also hier ist die, wenn ich das richtig verstehe, die Behindertenhilfe unter dem Dach der Jugendhilfe mit oder zumindest ressorttechnisch vereint.
Das ist in Deutschland zum Beispiel nicht so, oder auch die Arbeitsverwaltung ist ein eigenständiger Bereich. Und auf die Frage, was kommt danach, gibt es ganz viele Antworten, Übergänge in den Bereich der Behindertenhilfe, Übergänge in ein großes Portfolio an Angeboten der Arbeitsverwaltung, aber es gibt eben selten passgenaue Angebote für junge Menschen mit Jugendhilfeerfahrung, die vielleicht auch noch niedrigschwellig Jugendhilfe in Anspruch nehmen wollen und die auch Rückgriff auf vertraute Personen wie zum Beispiel Pflegeeltern oder ehemalige Betreuer behalten wollen. Da gibt es bisher wenig Antworten, wie das gestaltet werden kann, wie zum Beispiel auch private soziale Netzwerke schon in den Hilfekontext eingebunden werden können, wie frühzeitig auch nachgehende Hilfsangebote schon während der Jugendhilfe auch mobilisiert werden können. Das läuft tatsächlich sehr segmentiert nacheinander ab und da kann man in unterschiedliche europäische Länder gucken, die 18 ist das magische Datum oder in manchen Ländern ist es ein bisschen später, aber dieser Übergang kommt bisher in nahezu allen Ländern sehr abrupt. Und jetzt spreche ich aber von den geplanten Übergängen und trotz geplanten Übergängen gibt es eben abrupte Abbrüche, aber die Frage ist ja, laufen diese Übergänge tatsächlich immer geplant? Das ist jetzt sozusagen der Kern meiner Rede bisher gewesen, aber tatsächlich müssen wir einen Blick darauf werfen, dass viele Übergänge tatsächlich gar nicht vorbereitet laufen. Und ich habe Ihnen hier zwei Zahlen aus der deutschen Statistik mitgebracht. Die Zahlen an sich sind jetzt im Detail nicht so relevant, aber wir haben eben, und das gilt für andere Länder eben auch, hohe Abbruchquoten im Bereich der stationären Hilfen. Also im Bereich der Vollzeitpflege werden über 50% der Hilfen gar nicht planmäßig beendet. Bei der Heimerziehung ist es etwas niedriger, da sind es 44% der Hilfen, die nicht planmäßig beendet werden. Das wirft natürlich große Fragen auf, wie gestalten wir denn solche Übergänge, wenn es eben überhaupt nicht absehbar ist, wann diese jungen Menschen die Hilfe verlassen, weil sie sich irgendwann aus dem System verabschieden oder weil Träger sagen, dieser junge Mensch ist für uns nicht mehr tragbar, der ist aggressiv oder der passt nicht in unser Angebotskonzept, gibt es eben einen hohen Anteil an Hilfen, bei denen es überhaupt nicht dazu kommt, dass man vorbereitend auf den Übergang hinblicken kann. Und das stimmt natürlich nachdenklich, aber soll natürlich Sie nicht davon abhalten, dennoch bei den jungen Menschen, die Sie begleiten und bei denen Sie auch den Übergang vorbereiten wollen, über gute Konzepte nachzudenken. Aber hier einmal ein Beispiel einer jungen Frau, die beschrieben hat, wie für sie dieser Übergang eben verlaufen ist. Ein Zitat aus einem Interview, in dem sie eben sagt, also ich verstehe immer noch nicht, wie er da zustimmen konnte, also ihr Betreuer, mit dem Telefonat, mit dem meine Hilfe zu beenden. Und das habe ich ihm auch gesagt. Also rein von dem, was man immer unterschreiben muss, in einem Hilfeplanprotokoll steht drin, dass man die Hilfe nicht beenden darf, also nur beenden darf, wenn eben Jugendliche, Betreuer und Jugendamt da sind. Und das war so nicht. Das war ein Telefonat und ich wurde nicht mit einbezogen. Das ist jetzt sicherlich ein Extrembeispiel, ein Beispiel einer jungen Frau, die schildert, dass sie gar nicht dabei war, als die Hilfe beendet wurde. Aber es ist tatsächlich kein Einzelfall, dass entweder das letzte Hilfeplangespräch schon vor Monaten stattgefunden hat und eigentlich nur darauf gewartet wird, dass jemand eine Wohnung findet und dann die Hilfe beendet wird. Oder aber eben wie hier, dass alle den Eindruck haben, wir sind uns doch einig und das Hilfeplangespräch eben telefonisch beendet wird, bis hin zu vielen anderen Schilderungen, die ich eben anführen könnte, dass junge Menschen das Gefühl hatten, ich konnte diesen Prozess und auch den Zeitpunkt gar nicht mitbestimmen. Und da finde ich, kann man schon relativ viel in Bewegung setzen, wenn man sich da vielleicht auch mal selbst kritisch genau fragt, wie läuft es eigentlich bei mir, wie läuft es eigentlich bei uns, wenn wir Hilfen beenden. Denn, so zeigt eine australische Studie sehr anschaulich, wenn junge Menschen das Gefühl haben, sie sind an diesem Prozess beteiligt und sie können diese Entscheidung auch beeinflussen, können sie auch Durststrecken und Barrieren viel besser in Kauf nehmen. Also in dieser Studie wurde eben gezeigt, dass junge Menschen
die sich beteiligt gefühlt haben, viel eher auch bereit sein konnten, die Herausforderungen, die nach der Jugendhilfe auf sie gewartet haben, anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen, als diejenigen jungen Menschen, die das Gefühl hatten, da bin ich auch ganz schön ins kalte Wasser geworfen worden. Und ich denke, da kann man schon viel bewegen, indem man immer mal wieder auch in der eigenen Alltagspraxis, die sicherlich von vielen Zwängen und engen Zeitkorsetts geprägt ist, aber zu gucken, wo lohnt es vielleicht auch noch eine Schleife mehr zu drehen, nochmal genau nachzufragen, sich auch nochmal zusammenzusetzen und vielleicht auch noch ein drittes Mal zu fragen, ist das wirklich jetzt der nächste Schritt, der für dich folgen soll? Das hat sich für mich anhand vieler Gespräche mit Care-Leavern immer wieder gezeigt, dass sie, finde ich, ein hohes Maß an Frustrationstoleranz haben und sich durch viele Dinge durchgebissen haben, wenn sie das Gefühl hatten, ich bin ernst genommen worden und ich konnte meine Ideen in diesen Prozess mit einbringen und konnte auch Dinge mitentscheiden und gegebenenfalls auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, ich glaube, das ist mir jetzt doch zu früh. Dass das aber nicht immer so der Fall ist, da habe ich Ihnen jetzt auch noch ein Fallbeispiel aus unserem aktuellen Projekt mitgebracht, in dem eine meiner Kolleginnen in Karlsruhe über 30 junge Menschen interviewt hat, die alle im Bereich der Wohnungslosenhilfe aufgetaucht sind und dort teilweise auch stationär betreut werden, die aber alle Jugendhilfeerfahrungen hatten. Das war die Voraussetzung dafür, dass sie in diesem Interview-Sample sind, in den Gruppendiskussionen, an denen sie teilgenommen haben, die eben auch über ihre Jugendhilfeerfahrung berichtet haben, und die meisten von ihnen haben der Jugendhilfe tatsächlich kein gutes Zeugnis ausgestellt und haben, wie ich finde, sehr eindrücklich beschrieben, warum die Jugendhilfe für sie nicht passte. Und daraus können wir viel lernen. Sie können diese kleine Studie auch im Internet abrufen. Es ist eben sehr lesenswert zu sehen, wie junge Menschen, die eben jetzt in anderen Hilfesystemen angekommen sind, rückblickend auf ihre Zeit in der Jugendhilfe gucken. Und diese junge Frau beschreibt eben, wie sie durch 6 Stationen in der Jugendhilfe und danach eben gegangen ist, also viele Abbrüche erlebt hat, viel Frust erfahren hat, immer mit dem Gefühl, ich bin hier nicht richtig oder die Menschen hier können mir nicht helfen. Und das sind eben auch Fallbeispiele, an denen wir eben sehen, dass Übergänge nochmal hochkritische Ereignisse für junge Menschen aus stationären Erziehungshilfen sind. Also sie ist eben mit 17, schon vergleichsweise alt, überhaupt erst in die Wohngruppe gekommen. Der Anlass waren eben familiäre Schwierigkeiten und Konflikte, und das beschreibt sie eben im Interview so: total überfordert, hatten aus meiner Sicht auch nicht wirklich Erfahrung, weil ich leide unter Depressionen einfach. Und die haben das nicht erkannt und haben mich so als faul und unmotiviert und alles. Und es war einfach Katastrophe, weil ich war das in dem Sinne gar nicht, sondern ich war einfach nur so. Und es hat einfach nur alles noch schlimmer gemacht. Und die waren so unerfahren und das hat die auch nicht wirklich interessiert. Dann bin ich oft mit denen aneinander geraten. So beschreibt sie eben ihre Erfahrung in der ersten Wohngruppe, in der sie war, in der sie das Gefühl hat, die können fachlich mit dem, was ich mitbringe, überhaupt nicht umgehen, und verlässt eben daraufhin auch die Wohngruppe wieder und kommt danach in eine andere Wohngruppe bzw. in ein Wohnheim für Auszubildende, ebenfalls im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, aber geht anschließend mit 18 in einen Klinikaufenthalt, um ihre Depression behandeln zu lassen, und kehrt danach aber in das Wohnheim für Auszubildende zurück. Und das beschreibt sie nochmal kurz wie folgt: Dann hat das Wohnheim eine Betreuung übernommen. Das war aber eine absolute Katastrophe. Auch die waren nicht geschult einfach dafür und die haben mir auch nicht wirklich geholfen. Danach kommt sie in ein Notfallangebot für obdachlose junge Frauen, geht eben aus diesem Wohnheim heraus. Und letztendlich am Ende kommt sie in ein betreutes Wohnen eines freien Trägers im Bereich der Eingliederungshilfe. Also das sind Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung im Bereich der Erwachsenenhilfe. Ist mittlerweile eben 24 und sagt aber, dass dieses Angebot wirklich für sie das geeignete ist, dass sie das Gefühl hat, diese Menschen können gut mit ihr arbeiten, und ist aber eben am Ende für arbeitsunfähig erklärt worden aufgrund ihrer starken psychischen Erkrankung. Das nur als ein Beispiel, an dem man sieht, und das ist kein Einzelfall, wie viele Stationen junge Menschen durchlaufen, bis sie das geeignete Hilfeangebot finden oder bis sie auch ganz aus dem System herausfallen. Ich hatte das vorhin in der Pause schon erwähnt, in Deutschland
kursiert gerade der Begriff der Systemsprenger, die jungen Menschen, die in keinem Angebot der Jugendhilfe längere Zeit bleiben oder die eben viele Abbrüche hintereinander erfahren, weil sie in keinem Angebot für sich die richtige Hilfe sehen und sich perspektivisch langfristig auch aus dem Kinder- und Jugendhilfesystem verabschieden und untertauchen, auf der Straße leben. Da haben wir einen wachsenden Teil an jungen Menschen, auf die Jugendhilfe bisher noch keine adäquaten Antworten gefunden hat. Ja, auf die Jugendphase will ich gar nicht so weit noch eingehen. Da haben wir viel gesagt, nur der Blick auf den Deutschen Kinder- und Jugendbericht, der auch nochmal herausstreicht, die Kernherausforderung der Jugend im Bereich der Qualifizierung. Ich finde, das ist auch was, was die Caregiver-Debatte immer wieder unterlegt. Die Frage von Übergängen in Ausbildung und Arbeit, die für viele aber in dem Zeitfenster 18, 19 deutlich zu früh ist. Viele Caregiver sind in dem Zeitpunkt entweder noch im Schulbesuch oder auch noch mit ganz anderen Entwicklungsfragen beschäftigt. Wir hatten vorhin die Planungsmetapher auch gehört, die Frage, wo will ich hin, was für einen Beruf will ich ergreifen, häufig für viele viel zu früh kommt, gar nicht beantwortet werden kann, sondern ganz andere Fragen von Stabilisierung in der Lebenssituation oder auch Ankommen in der Lebenssituation in einer eigenen Wohnung häufig viel vordringlicher sind. Insofern erfordert die Jugendphase nicht nur von Caregivern, von anderen jungen Menschen eben hohe Integrationsleistungen und dafür brauchen sie eben viel Unterstützung. Das haben wir vorhin auch gehört, immer mit dem Beispiel, wie ist das eigentlich mit anderen jungen Menschen, für die ein gutes Backup-System haben, die finanziell gut ausgestattet sind oder die Menschen in ihrem Umfeld haben, die sie immer wieder auffangen, zu denen sie auch zurückkehren können, bei denen gelingt das eben deutlich besser. Aber bei Caregivern, bei denen das häufig nicht gegeben ist, droht eben auch, jeder Fehler in Anführungszeichen auch schnell zu einem hochriskanten Scheitern. Also ich sage immer, die Fehlertoleranz ist für Caregiver eben extrem niedrig. Wenn die ihre Ausbildung verlieren, wenn die Wohnung verlieren, dann mündet das meistens in hochdramatische Krisen. Und das, obwohl, wenn man nochmal auf das Ausbildungssystem guckt. Wir haben uns mal die Zahlen im Deutschen Bildungsbericht angeguckt. Der durchschnittliche Einstieg in die Berufsausbildung findet in Deutschland im Alter von etwa 19,7 Jahren statt. Das Auszugsalter ist erwähnt worden, ist eben auch noch mal deutlich später. Und obwohl alle wissen könnten, dass die Jugendphase länger dauert, entgrenzter ist und dass dieses starre Altersregime, Volljährigkeit eigentlich nicht mehr greift, verbleibt man im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe dennoch das Ende der Jugendhilfe früh mit dem 18. Geburtstag anzuschieben, anzuregen. Und auch das gilt nicht für alle. Es gibt durchaus viele, die wollen mit 18 ein eigenes Leben starten. Das finde ich auch sehr begrüßenswert. Aber was eben in vielen Ländern fehlt, sind A, geeignete Auffangsysteme. Also wer kann danach zuständig sein und auch geeignete Rückkehroptionen. Denn das berichten viele Fachkräfte, dass Jugendliche zu ihnen zurückgekehrt sind nach 3 Monaten, nach einem halben Jahr und erzählt haben, was schiefgelaufen ist oder sie haben Post bekommen, mit der sie nichts anzufangen wussten und manche auch bereut haben, aus der Jugendhilfe schon herausgegangen zu sein. Und in dieser Ratlosigkeit betreuen eben viele Fachkräfte ihre ehemaligen dann auch weiter auf einem niedrigschwelligen Niveau oder vermitteln sie an andere Beratungsstellen. Aber an der Stelle sieht man eben, dass die Chance, nochmal wieder einen Schritt zurückgehen zu können, vielleicht nochmal eine ambulante Betreuung installieren zu können, zwar zumindest in Deutschland vom Gesetzgeber her gegeben ist, aber dass die Fachkultur das selten in Betracht zieht, auch diesen Weg zu gehen. Also das sehen wir auch im Bereich der Jobcenter, die oft sagen, wir haben ja Jugendliche sitzen, die können wir gar nicht vermitteln, die haben noch nach unserem Dafürhalten einen Jugendhilfebedarf, es wird aber selten nochmal eine Jugendhilfe angeregt. Das heißt, der Weg aus der Jugendhilfe ist trotz der ganzen Caregiver-Debatte meistens tatsächlich auch eine Einbahnstraße. Ja, das ist eine Forderung aus einer kanadischen Untersuchung,
warum kehren wir nicht eigentlich dieser 18 den Rücken und orientieren uns tatsächlich an einer starken Unterstützungsinfrastruktur für junge Erwachsene. Die haben das auch tatsächlich mal volkswirtschaftlich durchgerechnet. Wenn man es sich traut, junge Menschen intensivst bis ins dritte Lebensjahrzehnt hinein zu unterstützen, also auch während der Ausbildung finanzielle Unterstützung anzubieten, aber auch Betreuung, dann kann man davon ausgehen, dass viel, viel mehr junge Menschen mit Jugendhilfehintergrund ihre Ausbildung abschließen würden und danach die gesellschaftliche Integration erreicht hätten, ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen könnten, auch von ihrer psychosozialen Entwicklung meistens so gefestigt sind, dass das Krankheitsrisiko deutlich zurückgeht. Und von der volkswirtschaftlichen Rechnung ist hier dabei rausgekommen, jeder investierte kanadische 70 Cent, so waren es, amortisiert sich mit einem Dollar. Also das im Grunde, das, was ja immer auch kritisch betrachtet wird, die Kostenfrage, hier eigentlich aufgeweicht wird und das Ergebnis ist, es lohnt sich auch weit bis ins dritte Lebensjahrzehnt hinein in junge Menschen zu investieren, wenn man es mal volkswirtschaftlich rahmen will. Und dass gerade auch die finanzielle Absicherung während der Ausbildung bis zum tatsächlich gesicherten Einstieg in den Arbeitsmarkt, in die Erwerbstätigkeit auf jeden Fall sinnvoll ist. Ja, zu der Frage, was brauchen Care-Leaver, was könnten Sie tun, um Übergänge besser zu gestalten? Da haben wir mal eine Zusammenstellung gemacht, die ist nicht ganz systematisch und sicherlich auch unvollständig, aber da will ich jetzt nochmal einen kurzen kursorischen Blick darauf werfen. Ein Punkt gleich ganz am Anfang, der immer wieder zentral ist, dass junge Menschen sagen, ich musste ganz viele Dinge parallel bewältigen. Also ich habe in der eigenen Wohnung gelebt, ich habe gerade mit der Ausbildung angefangen. Manche wechseln sogar den Ort. Also es gibt in Deutschland und in der Schweiz ist das ein ähnliches Phänomen, dass viele junge Menschen gar nicht an dem Wohnort untergebracht sind, an dem ihre Familien leben. Also manche ziehen nach dem Ende der Jugendhilfe auch wieder zurück in den Heimatort, in die Heimatstadt und müssen da aber auch erstmal wieder neu Fuß fassen in einer eigenen Wohnung mit einer Ausbildung. Da gibt es eben sehr viele Übergänge, die parallel stattfinden, auch die Ablösung aus dem vertrauten Bezugssystem. Das sind tatsächlich viele Prozesse und gerade mit dem Ausbildungsbeginn wird eben oft gerne auch Jugendhilfe beendet, man im Grunde schon zwei Übergänge parallel erwartet und dass das oft zum Scheitern verurteilen ist. Also das wäre eine Empfehlung, diese Übergänge eher zu entzerren, auch jemand, der gerade eine Ausbildung hat, eher noch die Chance zu geben, auch vielleicht das erste Ausbildungsjahr mit einer guten Betreuung auch überhaupt erstmal zu meistern und sich in dieser neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Dann, ich greife jetzt hier nochmal einige raus, auch das Thema Abschiede vorzubereiten. Das klingt so banal, aber auch da sehen wir, dass das oft kein konzeptionell verankertes Thema ist. Wie gestalten wir eigentlich den Abschied, wenn jemand auszieht? Feiern wir ein Fest? Man kann das ja auch positiv rahmen. Es muss ja nicht immer als kritisches Ereignis gewürdigt werden, sondern als positiver Meilenstein. Und auch da sehen wir aber, dass das oft nicht zelebriert wird, in irgendeiner Weise gerahmt wird, dass man vielleicht nochmal gemeinsam isst oder Gäste einlädt, sondern dass das häufig einfach so passiert und jemand ist dann einfach weg aus der Wohngruppe und es gibt auch nichts in der Wohngruppe, was noch an ihn erinnert. Also wenn der vielleicht vier Wochen später nochmal wiederkommt, merkt er, okay, mein Zimmer ist vergeben, es gibt auch keine Fotos an den Wänden, die noch an meine Zeit hier erinnern, dass das für manche auch tatsächlich emotional nochmal ein sehr herausfordernder Moment ist und dass das aber kleine Stellschrauben sind, an denen man vielleicht auch schon große Wirkungen erzielen könnte, wenn man das verändert. Das Thema Infrastrukturen, das will ich hier gar nicht so groß aufmachen, aber auch das sehen wir in unseren Diskursen, dass dieses Thema Übergänge eben nicht nur ein Jugendhilfethema bleiben darf. Wir versuchen das mehr und mehr auch in anderen Fachkontexten zu platzieren, eben zum Beispiel im Bereich
der Arbeitsmarktintegration, im Bereich der Eingliederungshilfe, weil im Grunde die jungen Erwachsenen diejenigen sind, die alle zwischen diesen Systemen sitzen, und nur wenn man die unterschiedlichen Akteure zusammenbringt und zusammen nach Lösungen sucht, kann man auch strukturell geeignete Lösungen finden. Und im Moment ist es aber noch so, das kann ich zumindest für unsere Situation in Deutschland sagen, sprechen alle eine sehr unterschiedliche Sprache, was eine geeignete Hilfe ist, was ein Übergang ist und welche Maßnahmen in diesem Feld ergriffen werden können. Also da betreten wir tatsächlich gerade Neuland, auch Übersetzungsarbeit zu leisten, auch zum Beispiel über rechtskreisübergreifende kollegiale Fallberatung überhaupt mal gemeinsam auf die Situation zu gucken. Da ist ein junger Mensch, der wird demnächst die Jugendhilfe verlassen. Was sind die Gegebenheiten, was sind die Möglichkeiten und welche Lesarten von diesem Fall gibt es eigentlich und wie können wir zu einer guten Lösung kommen? Also das habe ich in einem eigenen Projekt in einer Kommune gemacht und am Anfang waren alle sehr zögerlich, was das denn jetzt soll und sie würden doch auch Fallberatung in ihren Teams machen. Und mittlerweile haben wir jetzt 3 Durchgänge gemacht und es kommen immer neue Professionen hinzu, Berufsgruppen, die sagen, wir wollen da mitmachen, wir sehen jetzt den Mehrwert für uns, wenn wir solche rechtskreisübergreifenden Formen des Fachaustausches auch forcieren. Und das sind so kleine Beispiele, das war ein sehr beschwerlicher Prozess, wo wir auch sehen, dass sich auch tatsächlich strukturelle Veränderungen nahtlos an die Diskussionen in der Kinder- und Jugendhilfe über Veränderungen der Übergänge anschließen müssen. Ja, ich greife jetzt noch 2 Punkte heraus. Das eine ist Netzwerke stärken, Gruppenangebote stärken. Ich finde es sehr erstaunlich, wie viel Power in dem Peer-Support von jungen Menschen steckt, wie stark die sich unterstützen können, auch über ihre Erfahrungen in der Jugendhilfe, aber auch weit darüber hinaus. Mit den Care-Leaver-Gruppen, mit denen ich gearbeitet habe, aber auch der Care-Leaver-Verein, der sich in Deutschland mittlerweile sehr stark etabliert hat, sieht man einfach, dass die sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene unterstützen können und dass Gruppenformate auch schon während der Hilfe tatsächlich nochmal ein großes Fund sein können, um junge Menschen nicht nur individuell als einzelfallpädagogische Maßnahme auf ihren eigenen Lebensweg vorzubereiten, sondern sie auch nochmal in ihren Peer-Strukturen zu stärken und ihnen darüber auch das Gefühl zu geben, du bist nicht allein und du bist nicht der Einzige, der vor diesen Fragen steht. Und es sind auch keine dummen Fragen, sondern alle anderen beschäftigen sich genauso mit diesen Themen. Und da gibt es bisher leider viel zu wenig Strukturen, die solche Gruppenangebote verankern. Es gibt internationale Beispiele, die zeigen, wie fruchtbar das ist, dass man da auch viel Energie reinstecken muss, um solche Gruppen aufzubauen. Aber auch von deutschen Trägern, die das mittlerweile gemacht haben, weiß ich, dass sie das nicht mehr missen möchten. Junge Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, gerade auch bei großen Trägern ist das ja innerhalb des Trägers möglich, aber auch bei kleineren Trägern, trägerübergreifend solche Gruppen zu initiieren, ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, der noch bisher zu wenig wahrgenommen wird. Und vielleicht als letzten Punkt, auf diesem Tableau, die Rechte von Care-Leavern und auch von jungen Menschen, die in der Jugendhilfe sind, zu stärken, das klingt so banal, aber auch immer deutlich darauf zu achten, ihnen klarzumachen, welche rechtlichen Möglichkeiten habt ihr, welche Ansprüche habt ihr, dass das in vielen Zusammenhängen zu wenig kommuniziert wird und auch garantiert wird, dass jeder diese Informationen bekommt. Manchmal ist es eben dem Zufall überlassen, manchmal ist es auch der Vernetzung von jungen Menschen überlassen, ob die sich informieren bei anderen Jugendlichen oder im Internet, welche rechtlichen Möglichkeiten sie haben, weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen oder sich auch Dingen zu widersetzen. Das ist eben eine große Diskussion, die wir auch gerade führen. Wie kann auch zum Beispiel über Ombudsstellen garantiert werden, dass wenn junge Menschen mit den Entscheidungen innerhalb der Jugendhilfe nicht einverstanden sind, sich auch Gehör verschaffen können, sich beschweren können, dass ihnen das auch eine Wirkmächtigkeit gibt, die ihnen auch die Chance gibt, ihre eigenen Übergänge anders mitzugestalten. Und dass das wichtig ist, auch da möchte ich nochmal ein Zitat anführen, was eben nochmal so ein bisschen den Dschungel durch die Hilfesysteme zeigt. Hier sagt eine junge Frau, ja, so war es meistens. Das ist bei vielen Jugendlichen so, besonders wenn die obdachlos sind. Ja, also dann haben die wirklich nicht nur Probleme mit dem Arbeitsamt, sondern richtig Angst davor zu arbeiten.
merken, die wollen sich anstrengen, wollen was erreichen, aber beim Arbeitsamt sagt man trotzdem, ja, sie brauchen erstmal die und die Unterlagen, dann können sie erst nach einer Wohnung suchen. Aber die Jugendlichen sind die ganze Zeit draußen auf der Straße. Was machen die da? Wie soll das gehen? Ich hatte so gut wie gar keinen Kontakt zu Behörden, nur draußen selber gewesen, von der einen Party zu der nächsten gelaufen, viel Mist erlebt. Ja, nee, das waren die verlorensten 1,5 Jahre in meinem Leben. Hier beschreibt sie eben sehr anschaulich, was behördlich erwartet wird. Die behördliche Logik ist klar, die ist auch nachvollziehbar. Sie muss Unterlagen vorbringen, um Hilfe zu bekommen, um eine Wohnung finanzieren zu können. Aber aus ihrer Sicht, die auf der Straße lebt, die jeden Tag vielleicht überlegen muss, wo sie heute Abend schläft, ist das eben alles nicht nachvollziehbar und nicht leistbar. Und insofern beschreibt sie das eben doch als verlorene Lebenszeit, woran man, finde ich, auch schön sieht, dass die eigentlich was will. Die möchte eine Wohnung, die möchte wahrscheinlich auch arbeiten, aber es auf der anderen Seite des Schreibtisches immer so aussieht, die wollen ja nicht, die entziehen sich ja, die kommen nicht, die bringen die Unterlagen nicht. Also das sind eben auch sehr unterschiedliche Perspektiven, die ich es sehr wichtig finde, zusammenzubringen. Und ich hätte Ihnen jetzt noch 2 Ausschnitte aus Kerliver-Videoclips mitgebracht, die überspringe ich jetzt aber mit Blick auf die Zeit, damit wir noch ein bisschen auf die internationale Perspektive gucken können. Also uns ist es immer ein sehr großes Herzensanliegen, Kerliver zu Wort kommen zu lassen und es ist tatsächlich sehr spannend, denen zuzuhören, auch zu hören, welche Ideen sie haben, die sich eben nicht nur beklagen, sondern auch ganz konkrete Vorstellungen haben, was besser laufen könnte. Wir haben kürzlich ein Kerliver-Hearing in Dortmund durchgeführt mit Politikvertretern, mit Jugendamtvertretern, anderen Fachkräften. Und da gab es im Vorfeld große Ängste, was da passieren könnte und dass diese Jugendlichen da jetzt mit Forderungen aufwarten, die absolut inakzeptabel sind. Und bei diesem Hearing kamen wirklich eine sehr große Diskussionsfreude auf. Alle standen an den Stehtischen und haben miteinander geredet, haben Ideen entwickelt, haben schon auch aus ihrem kleinen biografischen Nähkästchen geplaudert, aber hinterher waren die Fachkräfte wirklich so ein bisschen geflasht, sage ich jetzt mal so salopp, wie gut diese jungen Menschen sich artikulieren können, wie eloquent die sind, wie höflich die sind, dass die ja alle in Ausbildung sind. Das hat mich wiederum ein bisschen überrascht, was für ein merkwürdiges Bild auch im Vorfeld von diesen jungen Menschen bestand und von dieser Veranstaltung eben auch erwartet wurde, dass dort junge Menschen auf den Tischen stehen mit Transparenten und Forderungen laut werden lassen, mit denen niemand was anfangen kann. Also auch da würde ich immer dafür plädieren, die Nähe zu jungen Menschen zu suchen und mit denen auf Augenhöhe zu sprechen, was wollt ihr eigentlich und was treibt euch um. Diese Videos können Sie auf der Seite www.kerliver-online auch gerne nochmal angucken. Es sind weit mehr als diese beiden. Es ist ganz spannend, da einfach mal reinzuhören. Also auch das war das erste Kerliver-Hearing in Berlin im Bundesministerium mit knapp 60 Leuten. Auch da waren viele Fachkräfte, Bundespolitik war dort vertreten, die im Nachhinein sehr überrascht waren, welche konkreten Forderungen, ja, kann man schon sagen, dort auch formuliert wurden, aber auch ganz klare Ideen, die tatsächlich in den deutschen Fachdiskurs, auch in den Gesetzentwurf zur neuen Kinder- und Jugendhilferechtsreform Eingang gefunden haben. Also auch da haben sich die Kerliver sehr wirkmächtig gefühlt, dass ihre Ideen aufgegriffen worden sind und sie mittlerweile, das ist bei uns wirklich nicht mehr wegzudenken, in politischen Gremien, auf Fachtagen wie einem wie diesen vertreten sind und auch tatsächlich gehört werden und sehr ernst genommen werden. Ja, und dass uns die politischen Themen ein hohes Anliegen sind, das hier nur als kurzer Ausschnitt. Wir haben gerade eine politische Kampagne in Deutschland gestartet, um nochmal mit Nachdruck zu sagen, wo wir es wichtig finden, dass sich auch gesetzliche Veränderungen ergeben müssen. Das haben wir sehr prominent mit diesem sogenannten Forderungsbeutel gemacht und die SGB-8-Reform, also die Kinder- und Jugendhilfe-Rechtsreform, ist noch nicht abgeschlossen und da wird das gerade sehr deutlich wahrgenommen, diese Forderungen. Das finden wir eben auch wichtig, auch in anderen Ländern immer wieder zu sagen, wie wichtig das auch ist, auch auf politischer Ebene tätig zu werden. Und diese Forderungen im Interesse der jungen Menschen, aber auch mit den jungen Menschen deutlich zu machen, um Veränderungen nicht nur auf der pädagogisch-konzeptionellen Ebene oder auf der individuellen Ebene zu erreichen, sondern auch auf gesetzlicher, politischer
und struktureller Ebene zu erreichen. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Sammlung von internationalen Beispielen mitgebracht. Da werde ich jetzt einige aufgreifen, damit wir vielleicht auch noch einen Moment diskutieren können. Es gibt nicht die Lösung für eine bessere Übergangsbegleitung. Da muss man auch kommunal immer sehr stark gucken, wie sind die Gegebenheiten bei uns hier in der Gemeinde, in der Stadt. Das finde ich sehr wichtig, dass man jetzt nicht die eine Folie auf das Ganze legen kann und sagen kann, so wenn ihr es so macht, dann ist es richtig. Insofern sind diese Beispiele auch immer nur Anregungen, die jeder für sich auch auslegen muss, und es ist natürlich immer auch ein Transfer in die jeweiligen Gegebenheiten erforderlich. Das Thema der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit hatte ich schon angesprochen, dass es da eben zumindest im deutschen Diskurs bereits viele Überlegungen gibt, dass verstärkt auch die Forderung nach niedrigschwelligen Anlaufstellen laut wird, also dass, und da gibt es auch internationale Beispiele, die zeigen, wie wichtig das ist, jungen Menschen, die vielleicht auch gerade nicht mehr so eine starke Affinität zur Jugendhilfe haben, die auch nicht zurück in die Wohngruppe wollen, auch davon gibt es viele, die sich da stark distanzieren, dennoch Anlaufstellen vorfinden, in der Menschen arbeiten, die um ihre Vorerfahrung wissen oder zumindest wissen, wie das ist, wenn sie als Care-Leaver in so einer Beratungsstelle Hilfe suchen. Oft sind die Fachberatungsstellen, Schuldnerberatungsstellen, Drogenberatungsstellen eben auf einen ganz spezifischen Fokus ausgerichtet, aber die Gesamtsituation von jemandem, der mit Jugendhilfeerfahrung kommt, werden dort eben häufig nicht in den Blick genommen. Und das versuchen wir gerade in Deutschland ganz stark auch auf die Tagesordnung zu setzen, dass es solche niedrigschwelligen Anlaufstellen gibt, auch Anlaufstellen, die zum Beispiel eine niedrigschwellige Nachbetreuung möglich machen können oder auch von den jungen Menschen, die jetzt noch in der Jugendhilfe wissen, die gibt es, da gibt es vielleicht auch schon ein Gruppenangebot, da kann ich später auch mal hingehen. Auch das ist ja immer eine wichtige Frage, wie kriegen junge Menschen denn dann später einen Zugang zu solchen Angeboten, und wenn ich nicht vorher schon davon weiß, dann gehe ich auch später nicht unbedingt dahin. Also auch das sind wichtige Fragen, wie bahne ich solche Kontakte auch zu solchen Anlaufstellen an. Dann die Frage, wie ist es mit der Ausbildungssicherung? Da gibt es auch gute Beispiele aus anderen Ländern, zum Beispiel Polen und Ontario, die einfach gewährleisten, dass ein junger Mensch bis zum Abschluss seiner ersten Berufsausbildung finanziell unterstützt wird. In Polen kann man sogar bis zum Ende der ersten Berufsausbildung in der Jugendhilfe wohnen bleiben, wenn man das möchte. Also das sind eben Beispiele, die zeigen, dass man diesen Zusammenhang von Auszug nach Ausbildungsbeginn eher entzerrt hat, sondern sagt, in dieser Phase gilt es eher noch, junge Menschen besonders intensiv zu unterstützen. Der nächste Punkt ist uns immer besonders wichtig, die Frage des Zuständigbleibens und auch des aktiven und engagierten Zuständigbleibens. Es ist eben die Frage, wer bleibt denn mit jungen Menschen in Kontakt, wenn die Jugendhilfe geendet hat? Und üblicherweise sagt man ja, du kannst ruhig wiederkommen, wenn du nochmal Hilfe brauchst, also gar kein Problem. Auch Mitarbeiter einer Wohngruppe formulieren das so und sagen, ja klar, wenn was ist, melde dich gerne. Und das ist aber für manche junge Menschen schon tatsächlich auch eine Hürde, nochmal irgendwo hinzugehen, selbst wenn es der ehemalige Betreuer ist, und zu sagen, du, ich habe hier ein Problem, kannst du mir dabei helfen? Vielleicht, wenn man auch denkt, hat der wohl Zeit für mich, ist der heute überhaupt im Dienst? Und dass das eben auch nochmal Hemmschwellen aufbaut. Und da ist das norwegische Modell ganz interessant, indem es nämlich so gestaltet ist, dass die Jugendhilfe bis 23 zuständig bleibt, und auch ein junger Mensch, der mit 19 keine Hilfe mehr in Anspruch nehmen möchte, die stationäre Hilfe vielleicht verlassen hat, immer wieder von dem Jugendamt kontaktiert werden muss, in regelmäßigen Abständen, ich meine, es ist etwa einmal im halben Jahr, mit der Nachfrage, ist bei dir alles okay, brauchst du irgendwelche Unterstützung von uns, also es ist eben ein stark aufsuchender, initiativer Charakter durch die Jugendhilfe selbst, immer wieder mit jemandem in Kontakt zu treten. Und es genügt eben nicht zu sagen, ich habe den nicht erreicht, ich weiß nicht mehr, wo der heute wohnt, ich habe die Handynummer nicht, sondern es muss auch in den Unterlagen dokumentiert sein, dass dieser Kontakt stattgefunden hat. Also ich finde, das kehrt nochmal so ein bisschen die Bringschuld um. Im Englischen gibt es den Begriff der Corporate Parentship, in dem es eben heißt, wir als öffentliche Erziehung haben auch den Auftrag, öffentliche Elternschaft zu übernehmen und an den jungen Menschen dran zu bleiben und das auch als
Hilfephilosophie als persönliche Haltung auch mitzunehmen, eben nicht zu sagen, die wollen ja nicht mehr, die wirken ja nicht mehr mit oder wir sind nicht mehr zuständig, sondern eher nochmal ein aktives Aufsuchen und ich interessiere mich für das, was bei dir passiert, auch zu signalisieren und auch in der Praxis so zu leben. Es gibt viele weitere Beispiele von ehemaligen Arbeit von Trägern, die sagen, wir wollen auch tatsächlich, dass Menschen, die auch schon länger sicher auf eigenen Beinen stehen, uns trotzdem auch als Ehemalige verbunden bleiben, dass die das auch biografisch einbetten können, was weiß ich, vielleicht später mit ihren Kindern mal zu uns kommen, um zu zeigen, wo sie zeitweilig ihres Lebens verbracht haben. Aber auch wir wollen deren Expertise nutzen. Also in Waldenburg, in Baden-Württemberg gibt es einen Träger, die haben einen ehemaligen Rat gegründet, in dem ehemalige den Träger in neuen fachlichen Entwicklungen, Konzepten beraten und ihre Perspektive der ehemaligen eben auch einbringen, ob sie diese Angebote für geeignet und sinnvoll halten. Ja, und zu guter Letzt ist es natürlich immer wichtig, sowohl für Fachkräfte, aber auch für junge Menschen gut informiert zu sein und sowohl die wichtigen Themen des Übergangs im Blick zu haben, aber auch über Rechte gut Bescheid zu wissen. Und wir haben diese Broschüre, ich glaube 2015 entwickelt, weil wir gedacht haben, oh, wir versuchen mal zusammenzutragen für junge Menschen, was muss man denn alles wissen, wenn man sich mit diesem Übergang beschäftigt. Und wir stellen mittlerweile fest, dass die, glaube ich, überwiegend von Fachkräften gelesen wird, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil auch die sagen, wenn wir junge Kollegen haben oder auch für uns nochmal so ein kleines Kompendium zu haben, was sind denn alles für Themen zu beachten, wenn wir uns damit beschäftigen mit Jugendlichen. Und sie erscheint mittlerweile in Deutschland in der 4. Auflage. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausend wir davon jetzt schon auf den Markt geworfen haben. Und es gibt mittlerweile auch regionale Broschüren. Also einige Kommunen haben das aufgegriffen und haben diese Broschüre mit lokalen Adressen quasi gespickt, damit es auch nochmal so ein ortsnahen Bezug hat. Und ich habe gesehen, es ist mir dann auch wieder eingefallen, als ich das hier vorbereitet habe, dass die Tiroler uns gefragt haben, ob sie unsere Broschüre als Vorlage benutzen können. Deswegen heißt die auch Durchblick. Haben das eben auch nochmal für Tirol entwickelt und für junge Menschen, aber letztendlich auch für Fachkräfte zur Verfügung gestellt. Und das ist jetzt so ein schneller Ritt durch die unterschiedlichen Themenfelder des Übergangs. Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschlagen und mache an dieser Stelle erstmal einen Punkt.